Mr. Weihnachtsmarkt geht in den Ruhestand. Über 10 Jahre lang hat Frank Veit den Mühlacker Weihnachtsmarkt organisiert. Damit ist jetzt Schluss. In diesem Jahr hat er sich bereits aus der Organisation zurückgezogen und seinen Nachfolger Rolf Watzal nur noch beratend begleitet. Nun, es ist ja vom Aufwand her, ja, wie soll man sagen, ziemlich langwierig und vielfältig, was alles zu beachten ist. Es sind viele tausend Kleinigkeiten, die man beachten muss, die ich immer eigentlich im Kopf habe. Ich habe kein Konzept, ich mache das alles über meinen Kopf. Ich schreibe mir fast nichts auf. Und deswegen musste ich ihm alles halt auch sagen, wie es gelaufen ist, was er nachher draus macht und wie er es gestaltet. Das bleibt ihm dann überlassen. Bisher wurde der Mühlacker Weihnachtsmarkt ehrenamtlich organisiert. Mit dem Wechsel von Frank Veit zu Rolf Watzal fällt die Organisation nun unter die professionellen Aufgaben des City Managers. Das heißt, es müssen gewisse Dinge in Zukunft einfach bezahlt werden. Es kostet mehr und der Aufwand wird wesentlich größer werden, um das alles zu kompensieren, was diese Menschen ehrenamtlich gemacht haben. Das Grundkonzept vom Weihnachtsmarkt ist so, wie der Herr Veit das auch sagt, es ist sehr stimmig, es ist hier gemütlich, es ist heimelig, man fühlt sich wohl und das auch mit dem Bühnenprogramm ist so ein Alleinstellungsmerkmal von Mühlacker. Das ist ganz wichtig, dass das bleibt und dass das auch so, wie er jetzt konzipiert ist, weitergeht, der Weihnachtsmarkt. Was der neue Organisator ändern und dafür auch die Stadt finanziell in die Pflicht nehmen möchte, ist beispielsweise die Stromversorgung der Stände. Ja, Elektrobereich ist das wesentliche Infrastruktur mit irgendwelchen Kabelbrücken und. Das sind einfach, wir haben keine Infrastruktur in Mühlacker, auf die man zurückgreifen kann, damit solche Feste reibungslos laufen können. Das heißt, immer müssen Menschen was privat organisieren oder bringen und das funktioniert auf Dauer natürlich nicht. Änderungen, was die Professionalisierung der Infrastruktur angeht, ja. Änderungen, was die typische Mühlacker-Weihnachtsmarktatmosphäre angeht, nein. Darüber sind sich Frank Veit und sein Nachfolger einig. Und darüber, dass Frank Veit zumindest mit seinem Bauwagen dem Mühlacker-Weihnachtsmarkt erhalten bleibt.